wie die Nummer 80 die Fußball-Weltmeisterschaft froh. Was machen Fans von der Lützebäuer Fußball-Nationalequipe, was die Weltmeisterschaft bis gewonnen haben? Antwort, sie machen Playstation aus. Witz Nummer 81. Ein Pap dreht durch. Ein junges Mädchen von 16 Jahren kommt ganz aufgeregt heim und sieht zu seinen Eltern. Mama, Papa, wenn ich gleich nicht Rose gehen, mir ist schon eine wichtige Novelle für euch. Ich erwarte ein Puppelchen. Mom fängt um mit Kreischen, der Pop lebt sein Gewirrsichen und scheizt. Wie war den Drecksack? Den er schießt nicht auf der Platz. Mädchen probiert sein Pop zu beruhigen. Papa, richte dich nicht ab. Den Alberto wacht da draußen auf dich als einer Ferrari. Hier kann er alles erklären. Der Pop lebt am Gewehr raus auf die Straße bei den Alberto. Der springt sehr aus einer Ferrari und sagt: Beruhig dich, Herr Weber, ich kann euch alles erklären. Ich gehe in der eine Minute, hurelt der Pop. Das ist so, ich sehe ganz viel froh mit der durch, da sieht den Alberto. Aber wenn er die kleine Bove auf die Welt setzt, da schenken ich ihm 10 von unserer Pizzeria an. Aber wenn er durch, da ein kleines Mädchen auf die Welt setzt, da kriegt von mir 5 von unseren Hotellen. Aber wenn er denkt, Fuss, Kusch möchte dann. Heiner bricht der Pap den Alberto, zielt mit dem Gewehr auf seinen Stier und brüllt nun. Da suchst du dafür, dass der Zehernis von dir schwanger geht. Witz Nummer 82, Handball. An einem Flieger fängt der Bemol eine kleine Gruppe Leute und Zodi zu schlagen. Der Kapitän rief Stuart, dass er Friedwert Lassas. Wir haben die Nationalequipe vom Handball über. Die spielen nur zu Nis, also trainieren sie noch. Das geht es doch nicht, aber das macht, dass das Geschwür ruhig herbannen ist. Knapp eine Minute mehr spät, hört ihn nicht mehr. Wie hast du das gemacht? Fragt der Kapitän seinen Chef Stuart. Aber ganz einfach, ich habe zu ihrem Trainer gesagt, sie sollen da draußen trainieren. Witz Nummer 83. Am Himmel. Zwei Engeln in der Halle sich matten am Sommer. Weißt du, wie die Meteor-Mur geht? Wir haben unsere Wolken angekündigt. Tipptopp, da können wir uns endlich nicht setzen. Witz Nummer 84. Abgepasst. Ein Mann geht über den Knödel, hat auf einmal hört hier eine Stimme. Bleib direkt stehen, sonst fällt er stehen auf den Kopf. Der Mann bleibt stehen und zack fällt er stehen, flatsch für sein Face. 10 Minuten drauf hört er seine Stimme. Sprang direkt noch jetzt, sonst gehst du von einem Auto überrannt. Der Mann springt auf die Zeit und schon können Auto von Hannen nach so just Lernste gerannt. Wie bist du? Fragt der Mann. Ah, wo bist du? Mach sind dein Schutzengel, antwortet ihm die Stimme. Ah, wo weißt du dann, wie ich mich bestürzt tun? Ist sich der Mann. Witz Nummer 85, an einer Disco. Ein junger Herr sieht zu einer flotter Joffa. Ich könnte dich richtig glücklich machen. Wie dann dat? Gehst du endlich? Witz Nummer 86, eine andere Geschichte. Ugekloten, für was zählt er mir heute etwas Ernstes wie gestern, fragt der Richter. Weil er mir ja gestern nicht geglaubt hat. Witz Nummer 87, eine Karte. Garçon, ich hätte gerne eine Karte, wenn ich glaubt. Matt oder ohne Timber? Witz Nummer 88, eine Banane. Für was sind Bananen krumm? Weil sie sonst nicht an die Schule gingen passen. Witz Nummer 89, ein Engel. Zwei Männer erinnert sich, meine Frau ist ein Engel, was tust du eine Chance, mein Lief noch.